Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutige Rede, die wir hier von der AfD gehört haben, aber auch der Gesetzentwurf auf vollständige Abschaffung des Familiennachzugs für Menschen mit subsidiären Schutz zeigt mal wieder, was für eine rassistische Partei in diesem Bundestag eingezogen ist. Vom Format dilettantisch, von der Intention menschenfeindlich. Und auch hier wieder versuchen Sie mit einem Antrag Hetze zu betreiben und vor allen Dingen entsprechend eine ernsthafte Politik kann ich jedenfalls hier nicht entdecken. Sie brauchen sich gar nicht melden, ich werde sowieso keine Zwischenfragen von Ihnen zulassen. Konkret geht es hier darum, dass etwa 60.000 Menschen Familiennachzug beantragen. Das geht nicht nur aus den Antworten der Bundesregierung hervor, sondern auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt auf diese Zahl. Die AfD dagegen fabuliert permanent jenseits der Millionengrenze. Mit wirklich überhöhten Zahlen hantiert aber leider auch die Union. Zum Beispiel der Landesinnenminister Stahlknecht sprach jüngst von 800.000. Und ähnliche Zahlen hört man auch immer wieder aus der CSU. Überhaupt, muss man sagen, gibt es eine frappierende Ähnlichkeit zwischen den Anträgen der AfD und dem Antrag, den wir morgen diskutieren werden, von der Union. Die einen wollen die komplette Abschaffung des Familiennachzugs und die anderen eine unbefristete Aussetzung. Im Ergebnis vertritt die Union hier die gleichen Positionen wie die rechten Hetzer in diesem Haus. Und, meine Damen und Herren, und auch an Herrn Kollegen Wendt, merken Sie eigentlich noch, dass Sie schon lange eine verhängnisvolle, flüchtlingsfeindliche Symbiose mit der AfD eingegangen sind? Sie spielen sich die Stichworte gegenseitig zu. Sie verbreiten falsche Zahlen, schüren Ängste und verschieben das gesellschaftliche Klima nach rechts. Und das ist meines Erachtens so nicht hinnehmbar. Und ich möchte auch an die SPD sagen, ich bin wirklich enttäuscht über das, was bei den Sondierungsgesprächen bisher herausgekommen ist. Wir wissen zwar noch nicht, ob es zu einer Koalition kommt, aber Sie wissen ganz genau, 1.000 Menschen, die hierher ziehen dürfen zu ihren Familien, bedeutet weiterhin jahrelange Wartezeit, bis die Letzten hier überhaupt ankommen können. Und ich finde das eigentlich ein Skandal, dass man Menschen lange Zeit lang versprochen hat, dass sie ihre Familien in 2 Jahren nachholen können, und plötzlich wird das alles zunichte gemacht. Das, denke ich, sollten Sie so nicht stehen lassen. Aber kommen wir noch mal zu dem Antrag der AfD. Man fragt sich übrigens, ob Sie überhaupt wissen, wovon Sie sprechen in diesem Antrag. Zum Beispiel, Menschen würden aus wirtschaftlichen Gründen subsidiären Schutz beantragen. Lassen Sie sich eins sagen, man kann in Deutschland gar keinen Antrag auf subsidiären Schutz stellen, sondern man stellt einen Antrag auf Asyl, der wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft und die entscheiden, welchen Schutzstatus man bekommt. Und deswegen ist es auch so, dass Genfer Flüchtlingskonventionen gelten, auch subsidiäre Flüchtlinge haben den gleichen Schutz. Und das führt im Übrigen auch dazu, dass wir diese willkürliche Behandlung beim Familiennachzug haben, leider. Frau Jelke, Sie haben das zwar schon abgelehnt, ich frage aber trotzdem noch mal, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich habe kein Interesse, der AfD hier noch mehr Zeit einzuräumen. Und, meine Damen und Herren, die AfD hat auch wieder in ihrem Antrag die alte Leier von den männlichen Flüchtlingen, die ihre Familien zurückgelassen haben. Ja, das haben wir oft schon hier gehört, es übrigens von der Union. Aber ich will hier noch mal sagen, dass häufig Männer in erster Linie fliehen, um später vor allen Dingen ihre Familien legal und unter Schutz nach Deutschland zu holen. Das ist doch nur mehr als verständlich. Und es ist zynisch, wenn Sie hier den Menschen einen Vorwurf machen, dass sie aus der Not heraus überhaupt fliehen müssen. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, wird in diesem AfD-Antrag, es ist hier eben schon genannt worden, für die Migration für eine Gefahr des inneren Friedens dargestellt.
kulturfremde Zuwanderung, wie Sie es nennen. Ich würde sagen, es ist ein Nazi-Jargon. Nicht von Schutzsuchenden geht eine Bedrohung aus, sondern von den geistigen Brandstiftern, die vor allen Dingen auf dieser Seite des Hauses sitzen. Liebe Kollegin, ich empfehle in der Debatte von Begriffen wie Rassisten, rechte Hetzer und Nazi-Jargon künftig einen differenzierten Gebrauch zu machen. Nächste Rednerin hat Luise Amtsberg von Bündnis 90 Die Grünen das Wort.